Mahlzeit und herzlich willkommen bei Hugos Hobbys. Wir, Basti und ich, sieht man mich? Ja, ja, da ist er. Ja, das sind wir wieder auf Wanderschaft. In der Eifel. Wir sind jetzt in Satzwey gestartet, haben uns gerade die Burg Satzwey angeguckt. Da wird gerade für den Mittelaltermarkt aufgebaut. Da habe ich jetzt nicht gefilmt, ein paar Fotos gemacht. Vielleicht blende ich die ein, vielleicht auch nicht. Natürlich. Mal gucken. Jedenfalls haben wir eine lange Tour geplant, 3 Tage und einige Stationen unterwegs. Das erste, was wir jetzt versuchen zu finden und zu erreichen, sind die Katzensteine. So eine schöne, ich glaube, Sandsteinformation irgendwo in der Nähe von Katzwey. Von da aus soll es dann weitergehen zur Karkushöhle und dann irgendwann Richtung Bad Münstereifel in den Wald dort. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, wie die Tour so wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt mit, schaut euch an, was wir hier so treiben. Das sind Ziegen. Wie es aussieht, nähern wir uns entweder den Katzenstein oder einem alten römischen Steinbruch, der hier noch in der Nähe sein soll. Mal schauen, was von beidem das da ist. Sieht auf jeden Fall schon mal stark aus. Wow. Da sind sie. Also nicht die Katzensteine, das ist definitiv irgendwas Steinbruchiges. Das ist mega geil hier oben. Ja, genau, hier geht es auch noch ein Stückchen weiter rauf. Wir haben jetzt erstmal das Gepäck abgeladen, gucken uns erstmal die Gegend in Ruhe an. Richtig schön hier. Hammermäßig. Das ist eine Aussicht hier und es geht immer noch ein Stückchen weiter rauf. Oh! Ja. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht mehr sein als das. Ich muss der Kamera ja auch was bieten. Ui, und? Ja, hier ist eine Abbruchkante. Und das ist wirklich nur so viel, wie man von oben gesehen hat, da geht es tiefer rein. Also hier sind übrigens die Rucksäcke. Da sind übrigens auch die Rucksäcke. Die sind so gut getarnt. Das ist super. Ja, ja, das geht schon. So, mein Behinderten schnallt. Bitte lächeln. Bitte annehmen. Thank you.
danke. Es ist herrlich hier. Richtig geil. Jetzt sind wir ja wohl so ziemlich auf dem Gipfel. Und irgendwo da unten, in der nächsten Senke, müssten dann die Katzensteine kommen. Mal gucken. Aber jetzt wird erstmal Pause gemacht und was gegessen. Jetzt geht es von dem Steinbruch weiter zu den Katzensteinen. Leider sind die relativ nah an der Landstraße, die hört man hier schon. Felsen. Katzenfelsen, jo. Aber der Weg ist auf jeden Fall super geil hier. Hier sind wir noch am Fuß von Teilen des Steinbruchs. So, die Katzensteine haben wir erreicht. Hier sind auch Leute unterwegs. Die packe ich jetzt mal nicht mit ins Video. Außer die zwei Spacken hier. Ja, jo. Ja, ups. Und das ist super geil hier. Das sieht richtig stark aus hier. Man guckt sich zum Beispiel diesen Baum da an. Das da ist die Krone von dem Baum. Da kommt er her. Der Hammer. Und es lädt richtig zum Klettern ein hier, und das, obwohl ich Höhenangst habe. Aber ich guck mal, ein bisschen kraxeln. Haben wir vorhin im Steinbruch schon gemacht. Ui. Rechts von links, Daniel. Das Einzige, was hier stört, ist diese laute Landstraße. Ansonsten ist es echt der Hammer hier. Es ist schön ruhig. Au! Da habe ich mir jetzt fast die Knöchel gebrochen. Oh mein Gott. Das ist auch schön. Eine so eine kleine Pflanze, die da unten aus dem Löchlein wächst. Das ist die Blume, die du für mich in meinem Leben bist. Oh. Hammer! Flechten gehören, glaube ich, zu den am langsamsten wachsenden Lebewesen, die existieren. Und diese hier. Lebewesen? Klar. Na, Flechten. Und diese hier muss verflucht alt sein. Absoluter Hammer. Ja, das reizt. Das reizt. Ich muss mal gucken, ob ich mich das traue oder ob ich von der anderen Seite da hochgehe. Da waren wir gerade. Da oben waren wir? Ja, das ist da, wo ich gesagt habe, ich würde da mit einem Schaden drüber springen. Ach ja, da oben waren wir. Ach, okay. Ja, dann. Dann können wir nach Hause gehen, wir haben alles gesehen. Ja, gehen wir nach unten. Also die Felsformationen hier sind echt imposant. Ha, imposant. Und das bei dem ganzen Sandstein. Egal, Entschuldigung. Aua. Und umso beeindruckender, wenn man weiß, dass dieser Kram hier, der jetzt hier über mir ist, irgendwann runterkommt, weil hier einige Gesteinsschichten rumliegen, die in anderer Geschichtung liegen als die Felsen, die hier ringsrum sind. Also irgendwann mal Decken gebildet haben zwischen diesen Felsen hier. Das kann man auch gut erkennen teilweise. Das ist schon sehr krass. Hier unten sieht man, was ich vorhin meinte. Die Gesteinsschichten sind hier so schräg. In diese Richtung schräg nach unten.
Und eigentlich müssten sie in diese Richtung verlaufen. Also zwischen diesem Felsen und diesem Felsen hier gab es einfach mal ein Dach und auf dem stehe ich gerade. Das ist irgendwann mal runtergekommen. Vor sehr vielen, vielen Jahren. Vor verdammt vielen Jahren, ja. Bisschen an den Katzensteinen rumgekraxelt, ordentlich im Eimer, und das hier ist so eine super geile Aussichtsplattform. Sagen Sie mir das. Ja, machen wir gleich nochmal vorne. Ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein magischer Ort hier. Und wenn man an so einem magisch-spirituellen Ort ist, eigentlich war es für heute Abend gedacht. Der Basti hat so einen schönen Glenroth Scotch mitgebracht. 18 Jahre gereift. Davon gönnen wir uns jetzt mal ein ganz kleines Stückchen. Willst du die Ehre haben? Mach du ruhig. Erstmal muss ich riechen. Oh ja, das stimmt auch wieder. Ja, der riecht süßlich. Ist gar nicht mal angenehm. Nein, der riecht echt gut. Riecht auch vielleicht nur dazu sagen, Whisky. Die große Flasche davon kostet so locker im dreistelligen Bereich. Oh echt? Ja. Okay. Muss sich ja auch lohnen, wenn man sowas macht, oder? Ja, sicher. Also ist ja schon ein edles Tröpfchen. Richtig. Oh ja. Und er macht jetzt die Pulle leer. Ja, der Rest ist für mich. Damit hätte man wirklich den Grill anzünden können. Wahrscheinlich nicht. Aber doch, 43%. Keine Ahnung. Okay. Ach, zum Prost. Auf den Katzenberg. Katzen. Dings. Da ist halt Stein. Schärfer als ich gedacht hätte für 18 Jahre alten. Ja. Der brennt doch ganz gut. Meine Nase läuft so vor, man merkt schon echt, dass ich. Man hört es, glaube ich, auch noch. Du hast keine Taschentücher dabei, ne? Alles gut. Das machen wir, wenn die Kamera aus ist. Ja. Oh, da ist noch ein Tröpfchen. Ah, so. Kurz zwischendrin genießen muss auch mal sein. Hat man sich verdient heute. Definitiv. Das waren die Katzensteine. War ziemlich nice. Und jetzt geht es von hier aus straight in Richtung Süden. Und dann schauen wir gleich mal so langsam nach einem Platz fürs Nachtlager und steuern dann morgen die Karkushöhle an. So, das hier wird unser Nachtlager für heute. Mal gucken, ob wir die Karkushöhle morgen erreichen. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, wie weit wir dann laufen. Aber jetzt wird erstmal aufgebaut und nachher gepennt. Thank you.
habe einen Käfer in meiner Suppe. Wer weiß. Nein, gar nicht wahr. Ja, doch, doch schon. Ja, aber ich glaube, die Menge ist nicht ausschlaggebend. Das ist wohl wahr. Aber vielleicht kriege ich Ausschlag davon. Nein, ich glaube, es ist ein Sesamkorn. Dann ist ausschlaggebend, ja. Oder? Nein, es sind Insekten. Erdsal? Ja, das eine ist auf jeden Fall einer. Ein Nährinsekt. So, jetzt aber. Was ist da drauf? Mahlzeit und Abend, Leute. Lager ist jetzt aufgeschlagen, wie man sieht im Hintergrund. Ihr habt da wahrscheinlich gerade die Zeitrafferaufnahme gesehen. Essen wird jetzt gekocht und dann geht's gleich in die Falle. Ist wahrscheinlich noch viel zu heiß, um es zu essen. Pussy. So ist das. Weiß gar nicht, ob man das jetzt laut genug hört überhaupt. Ich kann auch nicht so schreien, weil es ist ja immer noch im Wald. Nee. Ich sag schon mal gute Nacht, Leute, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Okay, kann man essen. Die Nudeln oder den Käfer? Beides.